Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Comicladen. Die Sommerpause ist vorbei und auch wenn der Twin Pack kurz bevorsteht, ich also nächste Woche schon doppelter Papa werde, gibt es jetzt wieder jede Woche neue Videos, sowohl hier als auch auf meinem geheimnisvollen Zweitkanal, über den ich euch nächste Woche ein bisschen mehr erzähle. Heute gibt es erstmal Teil 3 unserer einmaligen MCU-Faktenreihe und zwar zum zweiten Film über den vielleicht größten aller Avengers. Mein Name ist Marc, willkommen zu einer neuen Episode von Abgefaktet und 40 Fakten über Iron Man 2. Iron Man 2 erschien im Jahr 2010 und ist der dritte Film im Marvel Cinematic Universe. Er spielt 6 Monate nach den Ereignissen in Iron Man aus dem Jahr 2008 und steckt voller cooler Fakten und Easter Eggs, über die wir jetzt genauer sprechen. Bekannt ist zum Beispiel, dass Jon Favreau, den wir auch als Happy Hogan kennen, wie auch im ersten Film die Regie übernahm. Weniger Leute wissen aber, dass das Drehbuch von Justin Theroux geschrieben wurde. Ein Erfolg war der Film trotzdem, mit weltweit über 620 eingespielten Millionen im Boxoffice und einem Oscar für die besten Visual Effects, was erstaunlich wenig Leute zu wissen scheinen. Ein echter Fan des Films war von Anfang an lecker Scarlett Johansson. Die hatte so dermaßen Bock auf die Rolle der Black Widow, dass sie sich die Haare schon rot färbte, ehe sie die Zusage für die Rolle überhaupt bekam. Sie war allerdings doch nochmal irritiert, als sie den überaus eng anliegenden Catsuit zum ersten Mal sah, der von da an zur zweiten Haut werden sollte. Sie wunderte sich vor allem, wie sie sich darin bewegen sollte. Na, hat am Ende ja aber dann doch ganz gut geklappt. Und jetzt können wir darüber streiten, ob es zum Glück oder leider mit Johansson als Natascha Romanoff geklappt hat. Ursprünglich sollte nämlich Emily Blunt die Rolle übernehmen, die aber zu der Zeit vertraglich an Gullivers Reisen, da kommt was Großes auf dich zu, gebunden war und daher ablehnen musste. Dann waren aber vor Johansson auch noch andere Darstellerinnen für die Rolle im weiteren Gespräch. Dabei waren unter anderem Jessica Biel, Gemma Arterton, Natalie Portman, Jessica Alba und Angelina Jolie. Da keine von denen mit Johansons sexy Stimme mithalten kann, finde ich, dass das MCU alles richtig gemacht hat. Aber Gemma Arterton hätte das bestimmt auch gut gemacht und die Superladenwoman hätte sich mit Angelina sicher auch abfinden können. Ex-Buffy-Sternchen und Horror-B-Movie-Aktrice Eliza Dushku wollte die Rolle übrigens unbedingt ebenfalls haben und bewarb sich über ihre Social-Media-Kanäle sehr aktiv für die Rolle, fand beim Marvel aber kein Gehör. Lustiges kleines Sidefact zur Black Widow, sie wird nicht ein einziges Mal im Film so genannt. Bei der Rolle des Whiplash handelt es sich nicht um einen echten Comic-Charakter, sondern eher um eine Verschmelzung von zwei typischen Iron Man-Feinden. Der originale Whiplash tauchte das erste Mal 2010 in Iron Man vs. Whiplash Nummer 1 auf und hieß darin Anton Vanko, also so wie der Vater des MCU-Schurken im Film. Der Charakter basierte aber auf dem ebenfalls Anton Vanko heißenden Crimson Dynamo und den gibt es schon seit Tales of Suspense Nummer 46 aus dem Jahr 1963. Dort stammte er aus Armenien, gehörte zu den frühesten Iron Man Erzfeinden überhaupt und starb dann in Tales of Suspense Nummer 52 im April 1964 direkt wieder. Die Rolle wurde später aber von mehreren verschiedenen Charakteren immer wieder übernommen. Im Film vereint Ivan Vanko die Elemente von Anton Vanko und dem zweiten Crimson Dynamo namens Boris Turgenev. Ein Hinweis auf den Crimson Dynamo findet sich als kleines Detail bei ungefähr 30 Minuten des Films am orangenen Jumpsuit von Vanko wieder, auf dem B. Turgenev steht. Wer übrigens allgemein auf Comics und Comiczeichnungen steht, tolle visuelle Artworks genießt und auch mal sehen möchte, wie sowas eigentlich entsteht, dem darf ich den Kanal von Olli Müller empfehlen. Krass talentiert und auf Instagram schon eine echte Hausnummer, würde sich über ein paar Besuche auf dem YouTube-Kanal sicher freuen. Ich verlinke ihn euch deswegen hier oben. Schaut mal rein und lasst dann auch einen Gruß von mir da. Vanko-Darsteller Mickey Rourke sagt übrigens von sich selbst, rein gar nichts mit Technik am Hut zu haben. Am herausforderndsten an seiner Rolle als Whiplash war für ihn daher nicht das schwache Outfit, da ist er gesichtsmäßig ja schon einiges gewöhnt, sondern so zu tun, als wäre er super fit mit Computern und Programmierungen. Immerhin war Rourke aber so richtig in der Rolle des Whiplash drin und brachte viele eigene Vorschläge ein. Dass sein Charakter zur Hälfte Russisch sprach, war ebenso seine Idee wie viele der Tattoos des Charakters, dessen Goldzähne oder sein Kakadu. Für den Vogel und die Goldbeißer hat Rourke sogar aus eigener Tasche bezahlt. Den Vogel hat er behalten und für seine russischen Insights hat er mit Lebenszeit bezahlt.
Er besuchte nämlich unter anderem das Butyrka-Gefängnis in Moskau und hing mit den Insassen ab. Sein Russisch besitzt außerdem einen slowakischen Akzent. So viele Details und so viel Hingabe. Eine Schande, dass sie trotzdem keinen besseren Schauspieler aus The Rock machen. Ich mag ihn, sehr sogar, aber wenn wir ehrlich sind, naja. Noch ein kleines Side-Fact übrigens, Ivan Vanko hatte ein Loki-Tattoo im Nacken. Die Produzenten befürchteten aber, dass genau hinschauende Fans wie wir dann vermuten könnten, dass Vanko eine Verbindung zum schelmischen Schurken Loki haben könnte, deswegen wurde das Tattoo dann in der Post-Production digital versteckt. Die Rolle des Whiplash verlangte Rock außerdem auch vom Gewicht her viel ab. Trotz ständigen Trainings und Muskelaufbaus war das Whiplash-Outfit viel zu schwer für Rock, um sich damit zu bewegen. Er trainierte daher dauerhaft mit beschwerten Westen, deren Gewicht er über ein halbes Jahr hinweg immer wieder steigerte, um die schwere Whiplash-Rüstung am Ende tragen zu können. Worin Rook trotz aller Übung auch nicht so gut war, war der Umgang mit den elektrischen Peitschen. Um ihm bei den Monaco-Szenen dann mit dem Schlagrhythmus zu helfen, spielte Regisseur Favreau den Song Crazy von Gnarls Barkley ab und zwar super laut. Scheint geholfen zu haben und hat hoffentlich niemanden crazy gemacht. Ebenso tief in seiner Rolle war aber natürlich auch Robert Downey Jr. Der legte sogar fast 10 Kilo an Muskelmasse zu, um die Rolle des Tony Stark überzeugend spielen zu können. Nicht schlecht. Das Gespräch zwischen Tony Stark und Senator Stern, in dem Stark andeutet, dass er ganz gerne die Rolle des Verteidigungsministers übernehmen würde, ist ein Easter Egg aus den Comics, in denen Stark tatsächlich für eine Zeit lang der Verteidigungsminister der USA war. Ähnlich verhält es sich mit Anton Vanko, dem Vater von Ivan Vanko, der im Film im Jahr 1963 in die USA überlief. Das ist ebenfalls ein Easter Egg, denn 1963 ist das Jahr, in dem Vanko zum ersten Mal überhaupt in den Comics auftauchte. Samuel L. Jackson wiederum wurde von Regisseur Jon Favreau versprochen, mehr Screentime für seinen Nick Fury zu bekommen als vorher, was zum Glück auch klappte. Beinahe wäre Jackson nämlich nicht mehr als Superspion zurückgekehrt, da es zwischen ihm und Disney große Verhandlungsprobleme gab. Für einen Star seines Kalibers war, so mutmaßt man, die angebotene Gage schlicht zu gering. Disney und die vielleicht coolste Sau aller Zeiten wurden sich aber zum Glück einig und schlossen einen Deal über 9 Filme ab, was der bis dahin am längsten bindende Vertrag im MCU überhaupt war. Dass Iron Man 2 dann aber der letzte Film war, bei dem der geniale Jon Favreau Regie führte, hatte auch seinen Grund. Marvel war nämlich so fanatisch dahinterher, die Grundlagen für den 2012er Avengers-Film zu legen, dass sie Favreau wiederholt massiv ins Skript hineinredeten und ihn sogar während des Drehs zu Änderungen zwangen, die den Plot von Iron Man 2 leicht veränderten. Favreau setzte diese Änderungen zwar um, war davon aber so genervt, dass er die vorgesehene Rolle als Regisseur für Iron Man 3 ablehnte. Als Tony Stark die geheimnisvolle Natalie Rushman, oh, so geheimnisvoll, wer könnte das nur sein, darauf anspricht, ob sie Lateinisch spräche, antwortete sie mit Fallacis sunt rerum species, was nicht nur hochgradig prätentiös ist, sondern übersetzt trügerisch ist der Schein der Dinge heißt. Also eine Anspielung darauf ist, dass sie nicht ist, wer sie zu sein vorgibt. So machen das halt Meisterspione und wer das jetzt doof findet, der ist halt eben kein Meisterspion. Ebenfalls extrem subtil ist übrigens, dass Tony Stark seinen Koffer mit dem Anzug den Football nennt. Als Nuclear Football wird nämlich der Koffer bezeichnet, den der Präsident der USA besitzt und in dem sich die Codes für den Abschuss von Nuklearraketen befinden. Super, dass ein Mann mit dem geistigen Horizont eines Löffels Gulasch auf sowas Zugriff hat, da fühlt man sich auf jeden Fall sicher. Ebenso sicher ist, dass es jetzt eine ganz kleine Werbeunterbrechung gibt, ehe wir mit der zweiten Hälfte des Videos weitermachen, die selbstverständlich die viel bessere Hälfte ist und von niemandem verpasst werden sollte. Also bis gleich. Wenn ihr echte MCU-Fans seid und schon immer mal Bock hattet, euch ein paar coole Sammelfiguren aus dem Bereich des Marvel Cinematic Universe zu gönnen, aber nicht so richtig wusstet, wo ihr anfangen sollt, dann habe ich jetzt gute Neuigkeiten für euch, denn es gibt einen einwandfreien Einstiegspunkt dafür. Die Marvel Movie Collection von Eagle Moss startet nämlich und bringt euch eine Figurensammlung zum kleinen Preis ins heimische Wohnzimmer. Die Figuren sind dabei nach dem Vorbild der echten Schauspieler und deren Outfits modelliert und ahmen auch immer eine bekannte Pose des Helden aus den Filmen nach. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, in die bunte Welt der Sammelfiguren einzutauchen und mit der Marvel Movie Collection anzufangen, dann bekommt ihr die erste Ausgabe mit Captain America für 4,99 € nach Hause geliefert. Danach kommen dann immer 2 Ausgaben pro Monat zu jeweils 16 € zu euch nach Hause. Den Link dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung und hier geht's jetzt weiter mit dem Video.
Willkommen zurück zur natürlich noch viel aufregenderen zweiten Hälfte der 40 Fakten zu Iron Man 2, deren Thema der Stark Expo eine zentrale Rolle im Film einnimmt und viel über Starks durch Krankheit und Trauma getrübtes Selbstverständnis aussagt. Ein schönes Detail ist daher, dass die Stark Expo 1974 extrem an die Weltausstellung von 1964 im echten Leben in New York angelehnt ist. Das Modell, mit dem Stark herumspielt, ist konsequenterweise der bekannte Bell System Pavilion, ein berühmtes Gebäude eben jener originalen Weltausstellung. Wir haben es im ersten Iron Man Video schon kurz erwähnt, daher fassen wir nur noch mal schnell zusammen. James Rhodes wird in Iron Man 2 nicht mehr von Terrence Howard, sondern bis heute von Don Cheadle gespielt. Howard behauptete stets, er sei durch Robert Downey Jr.'s Gehaltswünsche aus seinem Vertrag entlassen worden, aber tatsächlich war Regisseur Favreau sehr unzufrieden mit Howard, wegen dessen schwacher Leistung ständig teure Nachdrehs nötig waren. Außerdem war Howard in Teil 1 noch der bekannteste und daher teuerste Darsteller. Ein Schelm, wer also Böses bei der Neubesetzung denkt. Lustig war daher aber die Szene bei etwa 14 Minuten, als Stark überrascht scheint, Rhodey zu sehen und der dann im Englischen sagt, "Look, it's me, I'm here. Deal with it. Let's move on." Ein offensichtlicher und recht lustiger Metakommentar des MCU-Teams an uns Zuschauer. Und ich mag Cheadle sowieso lieber, weil ich seine ironische und etwas überhebliche Art total mega finde. Als Justin Hammer, vom genialen Sam Rockwell gespielt, seine Hammer-Drohnen vorstellt, die entsprechende militärische Rollen übernehmen sollen, spielt zu jeder Drohnengruppe der analog passende US-Militärsong, also zur Army-Drohne The Army Goes Rolling Along, zur Navy-Drohne Anchors Way, zur Air Force-Drohne The US Air Force Into the Wild Blue Yonder und zu den Marines-Drohnen die Marines-Hymne. Das war natürlich nur möglich mit expliziter Erlaubnis der US-amerikanischen Armee. Die ist auch in Iron Man 2 wiederholt prominent mit echten Waffen und Gefährten zu sehen und wie im ersten Teil waren echte Soldaten unter den Statisten. Die Army unterstützte die Iron Man Filme und das MCU im Allgemeinen immer wieder. Dass also im MCU extrem viele pro-amerikanische und vor allem auch pro-militärische Untertöne mitschwingen, muss einen jetzt nicht direkt vom MCU abkehren, aber ab und zu sollte man sich das bei allem Spaß an der Sache schon auch bewusst machen. In den Comics ist Justin Hammer übrigens ein älterer Mann, der viele Superschurken mit Nachbauten von StarkTech versorgt, wofür sie ihm dann als Söldner zur Verfügung stehen müssen und einen Teil ihrer Beute abgeben. Das Prinzip des Charakters bleibt aber im Film bestehen und soll Stark aufzeigen, was seine Technik, wenn mit niederen Motiven genutzt und kommerziell verwertet, anrichten könnte. Dass Sam Rockwell die Rolle speziell bekam, lag an verschiedenen Überlegungen der Rolle durch Jon Favreau. Immerhin war Rockwell vor Robert Downey Jr. ja sogar mal im Gespräch als Tony Stark. Rockwell selbst hat übrigens bei der Rolle auch nicht lange überlegt. Er nahm sie nämlich an, ohne das Drehbuch gelesen zu haben. Er hatte aber schon 2001 für den Film Made mit Jon Favreau gearbeitet und tolle Erfahrungen gemacht und Drehbuchautor Justin Theroux ist ein lebenslanger, enger Freund von Rockwell. Im wahren Leben wiederum ist Rockwell seit 2008 mit Leslie Bibb liiert, die in Iron Man 2 wie auch im ersten Teil die Reporterin Christine Everhart spielt. Dass sie im ersten Film etwas mit Stark hatte und im zweiten Teil unbeeindruckt von Hammer ist und ihn weder als Liebhaber noch als Story für ihr Magazin will, soll verdeutlichen, wie verzweifelt Hammer versucht, Stark nachzueifern, das aber nicht schafft, was seinen Hass auf Stark nur noch mehr schürt. In Iron Man 2 sehen wir außerdem zwei bekannte Gesichter, die später ebenfalls Marvel-Rollen übernehmen sollten, wenn auch nicht im MCU. Kate Mara spielt einen US Marshal und wird im grottenschlechten Fantastic Four Reboot die Susan Storm. Für das, was dieser Film meinem geliebten Dr. Doom angetan hat, dessen Spot-On bald auf dem Weg hier auf den Kanal ist, möge dieser Film für immer in der Zelluloid-Hölle schmoren. Außerdem sehen wir Olivia Munn, die Nachrichtensprecherin Chess Roberts. Sie wird dann später in X-Men Apocalypse zur eigentlich ganz okay getroffenen Psylocke. Ein Thema Gesichter passt außerdem super. Im Film gibt es nämlich mehrere Newsmeldungen, die Gesichter des jungen Tony Stark und Ivan Vanko zeigen. Diese Bilder sind echte Bilder von Downey Jr. und Rourke, die beide in den 80er Jahren berühmt wurden. Die Bilder von Vanko, auf denen er festgenommen wird, sind ebenfalls echt und zeigen die Verhaftung von Mickey Rourke wegen des Besitzes von Kokain. Und nochmal Gesichter, also wenn man das, was Rourke da die Kamera hält, als solches bezeichnen will, denn für seins wollte Marvel gar nicht mal so viel bezahlen. Gerade mal $250.000 wollten Marvel und Disney für den Visagenfleischsalat hinblättern, was Rourke zunächst zum Ausstieg bewegte. Scheinbar wurden sich die guten Leutchen dann noch einig, aber dass Rourke jetzt viel mehr bekommen hat, würde ich zu bezweifeln wagen. Aber nochmal zurück zum Thema gut getroffen. Am Ende von Iron Man 2 sehen wir einen Monitor im SHIELD-Hauptquartier, auf dem einige Locations besondere Orte zeigen.
Die Location in Afrika ist natürlich Wakanda, Heimat des Black Panther. Weitere Locations zeigen die Aufenthaltsorte von Thor, Captain America, Hulk und weiteren Helden und Schurken, was schon frühe Andeutungen auf die Avengers sind. Oh, und einen habe ich noch zum Thema getroffen. Kann man aus Material beziehen oder auf das Herz von Autofans, denn für Iron Man 2 wurden zwei Rolls-Royce Phantom speziell gebaut und beide wurden im Laufe des Films komplett zerstört. Auch in Iron Man 2 sehen wir ebenso wie in Iron Man 1 den Schild, der an Captain Americas Schild erinnert. Allerdings, entgegen dem vielleicht auch mal von mir verbreiteten Glauben, handelt es sich dabei nicht um Captain Americas Schild, sondern eine Replika. Captain Americas Schild wurde schon lange vorher von Tony Starks Vater Howard Stark gebaut. Eines der Dinge, die das MCU so besonders machen, ist die Tiefe der Gedanken, die sich viele der Filmschaffenden gemacht haben, um uns ein glaubwürdiges Marvel Cinematic Universe zu spendieren, das seinen Namen auch verdient. Eines dieser Details ist der asiatische Mann, der Vanko die falschen Papiere übergibt, damit dieser nach Monaco einreisen kann. Der ist nämlich laut Regisseur Jon Favreau ein Mitglied der 10 Ringe, die Stark im ersten Teil entführt haben und für den echten Mandarin arbeiten, den wir wiederum im Shang-Chi-Film kennenlernen werden. Wer mehr über Shang-Chi wissen will, kann mein Spot-On dazu ansehen, ich verlinke es euch hier oben in der Infokarte. Ähnlich viele Gedanken hat man sich natürlich auch wieder über die Rolle des Tony Stark selbst gemacht. Der Regisseur von Iron Man 3, Shane Black, war es, der Robert Downey Jr. empfahl, seine Darstellung des geläuterten Milliardärs an Julius Robert Oppenheimer anzulehnen. Der wurde im Zweiten Weltkrieg für seine Leitung des Manhattan-Projekts berühmt, aus dem die als Waffe einsetzbare Atombombe hervorging. Oppenheimer als Vater der Nuklearwaffe war im Nachhinein entsetzt von der Zerstörung, die seinen Beitrag zur Wissenschaft anrichten konnte, und brach angeblich mit den Worten „Ich bin der Zerstörer von Welten“ praktisch zusammen. Now I am become death, the destroyer of worlds. Ähnlich geht es Stark in Iron Man 2, als dieser durch Ivan Vanko und Justin Hammer damit konfrontiert wird, was seine Technologie in den falschen Händen anrichten könnte. Also praktisch auch eine Fortsetzung des Dilemmas des ersten Films, was das Handeln von Stark vor allem später in Age of Ultron umso nachvollziehbarer macht. Ein bisschen nachträgliche Tiefe hat man versucht, mit einer Art kleinem Retcon zu lösen, der durchschaubar, aber nicht minder charmant ist. Und damit ist natürlich der kleine Junge mit der Iron Man Maske gemeint, der sich mutig einer Hammerdrohne stellt und von Iron Man gerettet wird. Dieser Junge ist nämlich der kleine Peter Parker, der später zu Spider-Man werden sollte. Und das erklärt dann auch, wieso der MCU Spider-Man Tony Stark so bewundert und ihn selbst so enthusiastisch macht, selbst zum Superhelden zu werden. Und wenn wir schon bei nachträglich sind, die Szenen mit Black Widow und Happy Hogan in Ivans Labor wurden nach den eigentlichen Dreharbeiten nachgefilmt, weil man dann gemerkt hat, dass ihr Kampf gegen Hammers Wachleute sonst aufgrund der Flucht von Whiplash komplett unnötig gewesen wäre. Danach gibt es dann noch eine Konversation zwischen Pepper Potts und Tony Stark und die wurde von Paltrow und Robert Downey Jr. komplett improvisiert. Auch wenn ich kein Fan von der Paltrow bin, das verdient schon Respekt. Gleich noch eine schlagkräftige Konfrontation bekommen wir am Ende des Films zu sehen, nämlich in Form eines Nachrichtenberichts über den Kampf des Hulk auf dem Universitätsgelände. Das ist natürlich ein Hinweis auf der unglaubliche Hulk, den wir im letzten Video behandelt haben. Wer es verpasst hat, hier oben ist die Infokarte. Noch ein kleines Mini-Detail? Wie wär's denn dann mit dem weniger als eine Sekunde langen Cameo von Seth Green im Film? Oder von Elon Musk, Mr. Tesla und SpaceX-Gründer und passionierter Thailänder-Beleidiger. Das geht sogar noch viel weiter. Musk stellte dem Filmteam nämlich im Gegenzug für seinen Auftritt seine SpaceX-Fabrik zur Verfügung, die im Film die Fabrik von Justin Hammer ist. Und die Statisten dann dort im Hintergrund? Sind keine Statisten, sondern echte Mitarbeiter von SpaceX. Das hatte auch gar keine belohnenden oder sonst irgendwie coolen, besonderen Gründe, sondern praktische. Die Arbeit von SpaceX ist nämlich so wichtig, dass sie schlicht nicht mal für einen Hollywood-Film der MCU-Klasse unterbrochen werden konnten. Passend zum Schluss dieses Videos reden wir noch kurz über Post-Credit-Scenes. Die sind im Grunde eine Rückkehr zu guten alten Kinotraditionen, denn früher wurden Trailer, also Ankündigungen auf neue Filme, immer nach dem eigentlichen Film gezeigt. Das hat sich erst im Laufe der Jahre geändert. In der Post-Credit-Scene von Iron Man 2 findet Agent Phil Coulson Thors Hammer in der Wüste von Nevada und informiert seinen Chef darüber, nämlich Nick Fury. Das bringt uns den unsterblichen Donnergott ins Spiel, der wie kaum ein anderer MCU-Charakter später durch Höhen und Tiefen gehen wird und, obwohl er ein Gott ist, vielleicht auch der menschlichste von ihnen allen ist. Das waren 40 Fakten und ein paar zerquetschte zu Iron Man 2.
Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr wirklich alle Fakten schon gekannt habt oder ob ihr sogar noch mehr kennt. Wenn ja, haut sie mir hier in die Kommentare und wir reden ein bisschen darüber. Zeigt mir euren Support mit dem Daumen nach oben und wer abonniert und auf die kleine Glocke haut, der verpasst keine weiteren Videos mehr, wie zum Beispiel das Thor-Fakten-Video in der nächsten Woche und natürlich die große Zweitkanal-Ankündigung. Hui! Mein Name ist Marc, ich sag vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen.